Moin, moin. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitkriegt, aber es ist verdammt dunkel und es ist verdammt früh. Wir sind unterwegs in Heppenheim, gar nicht weit weg von zu Hause. Oh, ich sehe nichts. Also wenn ich immer wieder auf den Boden gucke, nicht wundern. Wir trampeln hier irgendwo durch den Schlamm. Wir sind unterwegs zur Beobachtungshütte in Heppenheim. Der NABU hat 26.000 Quadratmeter Land gekauft, also der Naturschutzbund Deutschland. Hat da ein Biotop und da gibt es einiges zu sehen, unter anderem den Eisvogel. Und wir haben gesagt, wir gehen heute mal ganz früh hin und fotografieren mal, wenn so alles in den Tag erwacht. Und ich bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis ich gleich auf der Nase liege, weil ich einfach gar nichts sehe. Leute, seid gespannt. Es könnte ein spannender Tag werden, vorausgesetzt es kommen nicht so viele Leute, weil dann wird es blöd. Aber bei dem Wetter heute haben wir beste Hoffnung, dass das alles klar geht. Also, dranbleiben. So, wir sind in der Hütte und so sieht es hier aus, wenn der Markus Licht macht. Und hier haben wir die einzelnen Klappen, die werden wir jetzt mal aufmachen, alles aufbauen und weh, der Eisvogel kommt nicht, gibt's Ärger. So, geht das los hier. Nicht erschrecken, macht Krach. Moin. Hallo. Da gibt es eine ganz neue Bedeutung, wenn ich sage, halt mal die Klappe. So, und hier geht's raus ins Biotop. Mehrfach da und klar, natürlich durch das Wetter sind es keine schillernden bunten Bilder, sondern es ist halt, ja, es ist verhalten. Grauer Hintergrund, einfach nur der Stab, hätte ich jetzt fast auch der Posten im Wasser und er kommt immer mal wieder, setzt sich drauf, holt sich einen Fisch, verschwindet wieder, kommt wieder, aber er ist halt so klein und so schnell, das macht das Ganze nicht einfacher. Wir lassen aber nicht locker, wir bleiben dran. Und ich hätte ja gerne mal eine Aufnahme, wo man wirklich sieht, dass er auch einen Fisch im Maul hat. Weil manchmal, im Schnabel hat. Weil manchmal ist es so, er geht ins Wasser, holt einen Fisch, geht wieder zurück auf den Posten, schlägt den Fisch ein paar Mal auf, schnappt ihn wieder in den Schnabel und haut dann ab. Wäre ja Traum, wenn man mal sowas hier festhalten könnte. Ne?
Bordelle. Lang genug in der Hütte gewesen. Sau cool war's. Und jetzt geht's Richtung Heimat. Was zu essen machen. Mampfen. Bilder überspielen. Und dann mal gucken, ob sich's gelohnt hat, die Stunden hier in der Hütte zu verbringen. Wir haben Eisvogel gehabt. Reiher waren da, Kormoran, das typische Allerlei. Und naja, das Wetter war jetzt natürlich nicht ganz so pralle. Deswegen wohl viel grauer Hintergrund. Aber hat ja auch was, ne? Wenn ihr Lust habt, abonniert den Kanal. Gebt ein Like. Fände ich Hammer. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.